Und hoffe, sie ist jetzt für alle sichtbar. Ja, ist sie. Perfekt. Ja, vielleicht zu Beginn noch der Hinweis, wie wir heute durch dieses Webinar führen. Also wie gesagt, wir wollen eine Einführung geben ins Thema soziale Innovationen und dann speziellen Fokus legen auf SOS Kinderdorf und den Weg, den SOS Kinderdorf dabei geht. Ich werde ganz am Anfang noch ein paar Worte zum Impact Hub Tirol sagen, eine Einführung, wie wir Impact und Innovation denken für Tirol, für den Alpenraum, und wie wir uns da im Netzwerk des Impact Hubs positionieren. Dann werden wir den Schwerpunkt des heutigen Nachmittags eben auf das Thema SOS Kinderdorf und das Social Innovation Lab legen, wo wir gemeinsam die letzten Monate mit tollen Menschen, die aus allen Teilen Österreichs gekommen sind, soziale Innovationen entwickelt haben. Und natürlich, glaube ich, auch interessant für alle sind dann Erfolgsbeispiele. Und das heißt, wir werden dann auch einfach die Geschichten erzählen lassen von den Ideen, die dort entstanden sind. Ja, also für alle, die den Impact Hub Tirol, glaube, jeder hat von euch Teilnehmerinnen und Zuhörerinnen gehört, dass es uns gibt. Wir sind eben sozusagen ein Zusammenschluss einfach von Menschen, die gesagt haben, wir wollen für Tirol, für den Alpenraum mit dem Impact Hub Tirol einfach ein Zentrum starten für soziale Innovationen und für Social Entrepreneurship. Der Impact Hub ist ein weltweites Netzwerk und wir sagen einfach, wir wollen diese Möglichkeiten, die da sind, nutzen für Tirol, für den Alpenraum, für Österreich, aber gleichzeitig auch Ideen und Projekte, die bei uns entstehen, auch wieder in die Welt tragen. Ganz besondere Motivation, glaube ich, steckt auch darin, dass wir sagen, dass die ganzen Herausforderungen, das heißt ökologische oder soziale Herausforderungen, die in der Welt da sind, dass die ja auch an Österreich und an Tirol nicht spurlos vorbeigehen. Und das ist eigentlich auch eine Triebfeder und eigentlich auch unsere Triebkraft, wo wir sagen, der Wandel, der muss beschleunigt stattfinden. Wir müssen alle zusammenhelfen und dazu braucht es da ganz viel Kollaboration. Und das ist ja auch ein Thema von heute. Genau, also vor allem geht es natürlich darum, dass wir uns für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfähig machen. Für Tirol heißt das auch als Standort. Aber in Tirol leben natürlich viele Menschen. Da gibt es viele Regionen und Gemeinden, die sehr unterschiedlich sind. Da wollen wir einfach ein Begleiter sein. Und am Ende des Tages haben wir ja heute sehr das Thema eine Zukunft für Kinder und Jugendliche und Familien schaffen und da geht es sicher auch ganz stark darum, dass junge Menschen mitgestalten können. Genau, und unsere Mission ist einfach Ideen gemeinsam umsetzen. Und gemeinsam heißt einfach ein Netzwerk aufbauen, nicht nur in Tirol, vor allem da, aber vor allem auch darüber hinaus, in Nachbarländern von Österreich und auch international und die Chancen, die da drin sind, einfach nützen. Sowohl für unsere Region als auch eben für andere Regionen auch das Potenzial, das bei uns entsteht, in die Welt tragen. Wie ich eben vorher gesagt habe, sind wir ein Zusammenschluss. Wir sind bereits sozusagen viele, viele Menschen, die da mit dabei sind, die sagen, ich möchte da einfach mich beteiligen. Und das wäre jetzt auch gleich schon jetzt mal mein Aufruf an euch, die da heute zuhören und mit uns mitdiskutieren. Wenn ihr selbst sagt, ihr möchtet euch da engagieren, ihr möchtet euch anhängen oder ihr kennt wen, egal ob der in Tirol sitzt oder sonst wo in Österreich oder gerne auch im Ausland, dann bitte meldet euch bei uns. Wir suchen jede Menge Mitstreiterinnen, die nicht nur in Tirol, sondern ja darüber hinaus eben mit uns gemeinsam dieselben Ziele verfolgen. Und für heuer haben wir uns eben besonders auch das Ziel gesetzt, nachhaltige Regionalentwicklung aufzusetzen für die nächsten Jahre. Wir möchten einfach diese Impact-Economy, diese neue Wirtschaftsmodell in die Regionen tragen. Da geht es ganz oft um nachhaltiges Unternehmertum und um soziale Innovationen. Das wird heute ein Thema sein. Bei den Social Business Ideen, die in unserem Social Innovation Lab entstanden sind.
Und ein Schwerpunkt auch für dieses und nächstes Jahr ist das Thema Kinder, Jugendliche und Familie, wo vor allem auch die Kooperation mit SOS Kinderdorf ganz wichtig ist. Ja, und jeder, der sozusagen andocken möchte bei uns und Mitstreiterin werden möchte, bieten wir halt verschiedene Möglichkeiten. Also wir bauen eine Community auf, sind eigentlich da schon einfach wirklich eine sehr große Ansammlung an Menschen und Organisationen, die jetzt schon mit uns gemeinsam losstarten. Und das dürfen gerne noch mehr werden. Wir bieten Innovationsprogramme, unterschiedliche Innovationsprogramme und natürlich auch Beratung und Vernetzung. Eines wird sein, dass wir Coworking Space in Innsbruck, aber eben auch darüber hinaus aufbauen. Wir möchten gerne Community-Programme und Events, so wie heute, werden jetzt in regelmäßigen Abständen sowohl online als auch physisch sozusagen jetzt, was wieder möglich ist, stattfinden. Und da ist einfach das Kollektiv und die Kollaboration einfach ein wichtiges Thema. Es geht aber auch darum, dass man gemeinsam mit Organisationen, wie zum Beispiel SOS Kinderdorf oder auch mit Profitorganisationen gemeinsam Programme starten, in Gemeinden, in Regionen, in Städten und da einfach auch gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung die wichtigen Themen, die auch teilweise dann vor Ort nochmal unterschiedlich sind, vorantreiben. In Tirol gibt es ja jede Menge zusätzliche Themen, wenn man an Energie und Landwirtschaft oder Tourismus denkt, die eben sehr ökologische und soziale Wirkung haben. Genau, und natürlich ist eines auch unserer wichtigen Säulen, dass wir sagen, wir beraten gerne, also wir beraten Menschen, die sagen, ich möchte gerne bei dem Thema was machen, ich weiß noch nicht wie, wie kann ich anfangen. Wir beraten aber auch Menschen, die schon gerade dabei sind, ihr Social Business zu entwickeln oder eine soziale Innovation aufzusetzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Organisationen, die ja zunehmend einfach sagen, okay, wir haben nicht die Voraussetzungen im Unternehmen, nicht, vielleicht auch nicht die richtigen Köpfe und Menschen. Und da versucht man auch zu vernetzen und auch Menschen, die bei dem Thema soziale Innovation schon länger sozusagen auch erfolgreich involviert sind, die mit bestehenden Organisationen zu vernetzen, um da dann auch eben auch eine Veränderung herbeizuführen. Und ja. Ja, und wenn man jetzt vielleicht noch auf Tirol blickt, dann gibt es auch schon jede Menge positive Beispiele und gute Beispiele, wenn es ums Thema soziale Innovationen und Social Business geht. Ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, wäre das Green Route in Innsbruck, das sehr viele kennen, wo es wirklich dann auch um dieses ganze Thema Waste geht, um Zero Waste, um nachhaltige, verpackungsfreies Einkaufen. Das ist ja mittlerweile schon eine sehr etablierte Organisation im Zentrum von Innsbruck ist. Oder erinnert auch an das Café Namsa, wo es einfach auch darum geht, dass man Menschen, die nach Österreich kommen und die einen aufrechten Asylstatus haben, die Möglichkeit gibt, einfach im Arbeitsleben Fuß zu fassen und somit auch Netzwerke zu bilden, Menschen kennenzulernen und eine sinnvolle Beschäftigung nachzugehen, um herauszufinden, wo ist mein Weg in Tirol und auch in Österreich. Also Beispiele, wohin soziale Innovation gehen kann, gibt es sehr viele. Und heute werden wir uns eben am Nachmittag jetzt vor allem jetzt auf das Thema soziale Innovation im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien konzentrieren. Aber wir werden immer daran denken, dass natürlich es da sehr viele Überschneidungen mit anderen Lebensbereichen gibt und mit anderen auch gesellschaftlichen Hintergründen, wo das Thema Kinder, Jugend, Familie immer mitspielt. Genau. Ja, um jetzt gleich sozusagen in die Richtung zu gehen, die glaube ich heute auch alle gespannt sind, möchten wir eben die Gelegenheit nutzen und den Abschluss vom Social Innovation Lab in der ersten Runde, das wir im Juni gehabt haben, einfach euch auch vorzustellen. Wir haben vor einem guten Jahr gemeinsam mit SOS Kinderdorf das Social Innovation Lab ins Leben gerufen. Auch aus der Krise heraus, aus der ersten Pandemie, Lockdown-Zeit,
wo man gemerkt hat, es gibt einen großen Druck auf Kinder und Jugendliche und Familien und es braucht aber Lösungen, es braucht Antworten, es braucht einfach neue Ideen, damit man da auch richtig sozusagen richtig diese Problematiken und Herausforderungen auffangen kann. Und da hat auch sozusagen SS Kinderdorf beschlossen, einfach auch neue Wege zu gehen. Ja? Und deswegen ist es auch für eine soziale Organisation in der Größe ein großer Schritt gewesen, da auch sich noch stärker mit Menschen außerhalb von SS Kinderdorf zusammenzuschließen. Beim Social Innovation Lab ist es vor allem darum gegangen, sozialunternehmerische Lösungen zu entwickeln für die sozialen Herausforderungen. Und das ist sozusagen der Kern der Idee, also wirklich Social Business Ideen zu entwickeln. Das heißt, soziale Unternehmen zu entwickeln, die sich zumindest selbst mittelfristig selbst auch finanzieren können, die nicht rein gewinnorientiert arbeiten, sondern wo eben auch der Impact und die Wirkung, die man hat, mit seiner Idee in die Gesellschaft da ganz ein wesentlicher Teil ist. Genau, und um gleich da ein bisschen Inspiration zu bekommen, haben wir mittlerweile sogar ein Video von der Abschlussveranstaltung im Juni. Und das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, wie wir da gemeinsam, ja, gemeinsam dieses Social Innovation Lab erlebt haben. Und das wollen wir jetzt einfach einmal für euch abspielen. Und ich schalte jetzt mal kurz meine Stimme laut aus. Mit dem Social Innovation Lab von SS Kinderdorf und Setup haben wir einen Prozess designt, wo wir die jungen Teilnehmerinnen, die jungen Unternehmerinnen unterstützen, von der ersten Idee bis zur Entwicklung von einem Prototypen. Sie bekommen von uns eine Prozessbegleitung, sie bekommen von uns Mentoring, wie man eine Idee weiterentwickelt, wie man ein Social Business entwickelt, wie man ein Geschäftsmodell entwickelt. Und ja, aus dem Ganzen heraus sind einfach tolle Teams entstanden und am Ende haben sich 10 Teams gebildet, die im Juni 2021 das Social Innovation Lab abschließen und ihre eigene Social Business Idee konzipiert haben. Beim Social Innovation Lab nehmen Menschen verschiedener Hintergründe, verschiedener Altersklassen teil. Sie möchten alle ihr eigenes Projekt umsetzen. Hier erhalten Sie Coaching, Mentoring, Expertise und Unterstützung aus dem weiteren Netzwerk. Lösungen zu entwickeln für Kinder, Jugendliche und ihre Familien liegt in der Genetik von SOS Kinderdorf. Und wir freuen uns sehr, im Inkubator gemeinsam mit dem Impact Hub Tirol solche ganz innovativen Lösungen gemeinsam mit Teams zu entwickeln, die wir begleiten in diesem Prozess bis zum fertigen Produkt oder Ergebnis. Ja, das waren jetzt ein paar Eindrücke von unserer Abschlussveranstaltung aus dem Social Innovation Lab, in der wir versucht haben, einmal zusammenzufassen, wie auch die Teilnehmerinnen das Ganze erlebt haben. Ein bisschen später kommen nachher noch ein paar Teilnehmerinnen zu Wort, die vor allem dann auch ihre Ideen vorstellen werden. Wir haben das Social Innovation Lab letztes Jahr eben, wie gesagt, im Herbst gestartet und das war im Juni die Abschlussveranstaltung, der einzige Termin, der physisch stattgefunden hat. Alle anderen Termine waren rein online mit den Teilnehmerinnen sozusagen durchgeführt. So, jetzt muss ich gerade schauen, jetzt geht es wieder weiter. Genau. Und vielleicht zum Einstieg, ich möchte nicht zu technisch werden, aber wir haben mir ja gedacht, vielleicht zumindest eine einzige Folie, um eine Übersicht zu geben, wie denn dieser ganze Prozess des Social Innovation Labs ausgesehen hat. Wir haben, wie gesagt, letztes Jahr im Herbst, eigentlich im Sommer genau genommen, gemeinsam mit SS Kinderdorf einmal die Themenstellungen erarbeitet. Wir haben geschaut, was sind denn die akuten aktuellen Probleme, Herausforderungen für die Kinder, Jugendlichen und Familien. Da wird dann vor allem jetzt dann später die Katrin Kramer auf das Ganze eingehen. Wir haben dann in eine Ideation-Phase
einfach Menschen eingeladen, die Ideen haben oder die sagen, ich kann mir vorstellen, ein Social Business zu starten, eingeladen, sich zu bewerben und haben in dieser Ideation-Phase mit über 40 Teilnehmerinnen aus ganz Österreich und aus Bayern ein Wochenende verbracht, wo sich Teams gebildet haben und wo erst die ersten Ideen sozusagen skizziert worden sind. Vor Weihnachten hat es dann eine Jury-Sitzung gegeben. Die Teams haben in der Zeit an ihren Ideen gearbeitet, haben ein Business Model Canvas entwickelt, das heißt, haben so eine erste Skizze schon von ihrer Idee und auch, wie kann man, wie schafft man dies, welche Wirkung soll diese Idee haben in die Gesellschaft, wie schafft diese Idee auch sozusagen langfristig sich selbst zu erhalten, haben diese Idee dann eingereicht und eine Jury zusammengesetzt aus Menschen von SS Kinnerdorf, der Geschäftsführerin Nora Deinhammer und da mit Charlie Kleisner, einem Impact-Investor aus Tirol und weiteren Unterstützerinnen haben wir dann sozusagen 10 Teams ausgewählt und die haben dann ab Februar im Inkubator bis Mai, eigentlich bis Anfang Juni jetzt, an ihren Ideen gearbeitet, haben ihre Social Business Idee weiterentwickelt. So hat ungefähr der Prozess ausgesehen und ja, vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, da nochmal zu sagen, um welche Ideen geht es da oder was sozusagen sind die Herausforderungen. Und wir haben für uns definiert die 5 Bereiche, die Kernbereiche darstellen, wo wir sagen, da muss man ansetzen, da braucht es Ideen. Und das waren eben die Themen Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, Lebensraum und der 5. Punkt, die Information, wo es darum gegangen ist, auch sozusagen Informationen für Kinder und Jugendliche einfach aufzubereiten. Wie es jetzt zu dieser Themenstellung gekommen ist und wie die Herangehensweise zu Beginn von SS Kinnerdorf war, was wirklich um dieses Thema Herausforderungen geht, da übergebe ich jetzt gerne an die Katrin Kramner. Die wird jetzt da übernehmen. Und liebe Katrin, ich habe am Anfang, glaube ich, auch vergessen, dich richtig vorzustellen nochmal oder dir die Gelegenheit zu geben. Das kannst du jetzt gerne nachholen. Das passt. Hannes, danke von meiner Seite, einerseits für die Einladung vom Impact Hub und für die Organisation von dem Webinar und natürlich an alle für die Teilnahme. Bitte gerne da jetzt nochmal der Hinweis, gerne Zwischenfragen stellen. Ich gehe dann ein bisschen auf die einzelnen Themen ein. Dann kurz zu mir. Mein Name ist Katrin Grabner, ich bin seit 2017 bei SOS Kinderdorf und leite derzeit den Bereich Gesellschaftspolitik und Awareness bei uns. Da fällt ganz viel darunter. Kampagnenarbeit, ich habe als mein Hintergrundbild unsere aktuelle Kampagne, die Jugend von heute, mitgebracht. Erzähle ich dann auch noch ein bisschen was dazu. Das heißt, wir engagieren uns auch gesellschaftspolitisch, werde dann eher auch noch ein paar Worte zu SOS Kinderdorf verlieren. Und in meinen Bereich fallen auch Dinge wie die Zusammenarbeit mit Schulen, mit Freiwilligen, also alles, was sozusagen die Gesellschaft bewegt, alles, was wir mit der Gesellschaft bewegen können. Und da ist natürlich soziale Innovation ganz ein großes Thema. Und wir stoßen in unserer Arbeit tagtäglich auf Herausforderungen, für die es Lösungen braucht, auf die eine oder andere Weise. Und da ist die Zusammenarbeit mit dem Impact Hub, beziehungsweise letztes Jahr auch mit Setup, ganz was Wertvolles gewesen, um da aktuelle Herausforderungen mal aus auch unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ich teile jetzt mal meine Präsentation. Mal gleich sehen, ob das alles so toll funktioniert. Ich hoffe, ihr seht sie schon. Funktioniert wunderbar. So. Okay. Genau. Vielleicht eingangs noch ein paar Worte zu SOS Kinderdorf, weil ja, wir sind vielen bekannt, aber vielleicht im Detail dann oft doch nicht so. Also wir haben ja eine 70-jährige Geschichte hinter uns und eigentlich die Gründungshistorie von SOS Kinderdorf ist ja auch ganz nah am Thema soziale Innovation. Das ist ja auch in der Nachkriegszeit darum gegangen, wie geht man mit den Herausforderungen von Kriegsweisen um und wie kann man Kinder und Jugendliche in der Situation auch betreuen und eine gute Zukunft ermöglichen. 70 Jahre später gibt es kaum mehr Waisenkinder in Österreich. Also mit dem Mythos möchte ich gleich aufräumen. Wir betreuen
glaube, weniger als 1% unserer Kinder und von uns betreuten Kinder und Jugendlichen sind Waisenkinder. Vielmehr geht es dann um Herausforderungen, die Familien haben, aktuelle Herausforderungen, die oft dazu führen, dass Kinder und Jugendliche nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Und wir betreuen und begleiten Kinder und Jugendliche auf sehr unterschiedliche Weise und waren da in den letzten 70 Jahren sicher immer sehr auch innovativ in der Art und Weise, wie wir auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren. Wir haben derzeit in etwa 2000 Kinder und Jugendliche, die in SOS Kinderdorf angeboten leben. Also das sind Kinderdorffamilien, das sind Kinderwohngruppen, Jugendwohnen, Eltern-Kind-Wohnen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Formate. Aber was viele auch nicht wissen, wir betreuen auch mehr als 1500 Kinder und Jugendliche mobil. Das heißt, viele leben auch nach wie vor bei ihren Eltern und werden mobil betreut. Wir machen mobile Familienarbeit. Es gibt Krisenpflegeeltern auch bei uns, Gastfamilienformate, so ganz, ganz unterschiedliche Arten der Betreuung und auch ambulant betreuen und begleiten wir viele Kinder und Jugendliche, zum Beispiel in unseren SOS-Kinderdorf-Ambulatorien für Kinder- und Jugendpsychiatrie, bis hin zu Angeboten wie Rad auf Draht, die viele von euch vielleicht kennen, gehört auch zu SOS-Kinderdorf. Da haben wir in etwa 90.000 Kontakte zu Kindern und Jugendlichen jährlich, die sich Beratung suchen zu ganz unterschiedlichen Themen. Komme ich dann kurz noch darauf zurück. Sei es über Telefon, über Chat, über Online-Beratung. Jugendstreetwork machen wir in Graz. Also wir haben ein ganz breites Angebot und sind da auch immer gefordert, am Puls der Zeit insofern zu bleiben, weil nur weil man einmal eine Einrichtung geschaffen hat und ein Angebot geschaffen hat, heißt das nicht, dass das 2022, 2023 noch immer den aktuellen Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und Familien entspricht. Das heißt, wir sind da schon in unseren direkten Angeboten an Kinder, Jugendliche und Familien auch immer darauf angewiesen, innovativ Lösungen zu finden. Darüber hinaus beschäftigen wir uns aber sehr stark mit den Rahmenbedingungen. Das heißt, was setzt denn Kinder, Jugendliche und Familien eigentlich unter Druck im Jahr 2021? Und wie können wir auch an den Rahmenbedingungen arbeiten? Und das setzt vor allem mein Team an, weil wir natürlich, die Lösung kann auch nicht sein, dass Kinder und Jugendliche sozusagen dann, wenn in der Familie etwas gravierend nicht mehr funktioniert, in Fremdbetreuung kommen, sondern dass schon die Rahmenbedingungen für Familien so vorhanden sind, dass Familien erst gar nicht zerbrechen, dass Familien gemeinsam an Problemen arbeiten können oder bestimmte Herausforderungen auch lösen können. Und da ist natürlich die Kinder- und Jugendpolitik sehr relevant. Was fordern wir hier auch von der Politik? Das gehört auch genauso zu unserer Arbeit, dass wir, die wir ja sehen, wie es Kinder, Jugendlichen und Familien geht, das auch immer wieder thematisieren und auch Veränderungen der Rahmenbedingungen versuchen zu beeinflussen. Und ein dritter Punkt, der natürlich da auch noch dazugehört, ist die Frage, wie kann die Wirtschaft auch dazu beitragen, sozial innovativ zu wirken? Und da setzen wir natürlich auch mit dem Social Innovation Lab an, weil wir hier wirklich unternehmerische Lösungen auch für Herausforderungen gesucht haben. Ja, also mit diesem sehr kurzen Rundumblick über unsere Tätigkeiten würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was erzählen, wie es überhaupt zu diesen Challenges auch gekommen ist, die der Hannes schon erwähnt hat. Das heißt, wie sind wir überhaupt auf diese Themenbereiche gekommen? Wir haben im letzten Jahr, haben der Hannes und ich die Idee gehabt, aktuelle Herausforderungen für Kinder und Jugendliche und Familien für die Lösungen zu finden, gemeinsam mit externen Personen, um hier auch angesichts der Corona-Krise, die ja vieles verstärkt und nicht nur ausgelöst, sondern oft vieles verstärkt hat, was schon vorher Herausforderungen da war, angesichts der Corona-Krise auch wirklich Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden. Und das kann ich auch vorab schicken, immer wenn wir uns mit
mit Herausforderungen auseinandersetzen, dann haben wir natürlich immer ein Gefühl dafür, was ist denn gerade so Thema bei Kindern und Jugendlichen, weil wir mit sehr vielen in Kontakt sind, sei es in unseren Angeboten, sei es mit Rad auf Draht. Aber wir versuchen das schon immer zu untermauern, was ja auch fürs politische Gegenüber immer sehr hilfreich ist, das wirklich mit Zahlen zu untermauern, weil man mit einem Gefühl da ja meistens nicht so weit kommt. Und deswegen haben wir uns auch im Vorfeld vom Social Innovation Lab überlegt, was wollen wir eigentlich wissen? Wir wollten eben die aktuellen Herausforderungen noch genauer runterbrechen. Wir haben dann im Frühjahr, Sommer diverse externe Studien gescreent. Es waren 15 Studien. Gerade am Beginn der Corona-Krise hat es da zahlreiche Studien schon gegeben. Oder mit Beginn wurden viele gestartet. Wir haben uns die Beratungsprotokolle und Monatsstatistiken von Rad auf Draht angesehen. Das machen wir auch regelmäßig, weil die ein sehr guter Hinweis, ein gutes Barometer für die Situation, vor allem der Jugend in Österreich sind. Wir haben eine Fokusgruppe auch durchgeführt und haben auch beispielsweise unsere Umfrage im Rahmen unserer Nachhaltigkeitskampagne im Herbst auch herangezogen, die uns auch Einblick in aktuelle Herausforderungen für die Jugend gegeben haben und zusätzlich noch Trendanalysen, die es auch gegeben hat, herangezogen. Ich möchte jetzt gar nicht auf etwas eingehen, das wird den Rahmen weit sprengen. Ich habe nur ein paar Dinge herausgezogen, die euch jetzt vielleicht nicht wahnsinnig wundern. Aus diesen Studien haben sie vor allem eben in dieser Zeit, die waren so von April bis Juni, sind diese Studien durchgeführt worden von diversen Forschungsinstituten und die haben wir uns alle gemeinsam angesehen und versucht, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und da sind vor allem diese Herausforderungen für Kinder, Jugendliche und Familien ganz deutlich geworden. Das wird jetzt nach mehr als einem Jahr Corona-Krise keinen von euch überraschen. Das sind Themen von Homeschooling, die Betreuungssituation von den Kindern, die für die Eltern sehr belastend waren, finanzielle Belastungen, die sich auch mit einiger Verzögerung jetzt noch einmal aus unserer Einschätzung deutlicher zeigen werden. Die Verringerung der sozialen Kontakte, die natürlich für uns alle sehr schwierig waren, aber gerade für Kinder und Jugendliche ein Riesenthema waren. Angst, Depressionen, Stress, gleichzeitig fehlende therapeutische Angebote, Konflikte in der Familie haben zugenommen, Zukunftssorgen im Allgemeinen. Also ich kann jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, aber da seht ihr einen guten Überblick, was bei diesen Studien so Thema war und was tatsächlich für enormen Druck in den Familien gesorgt hat. Und noch immer zum Teil sorgt, auch wenn sich manche Dinge jetzt hoffentlich mit einigem Optimismus wieder entlasten werden, aber einiges wird auch bleiben und wird auch weiterhin bearbeitet werden müssen. Wir haben uns bei Rad auf Draht auch die Protokolle genauer angesehen und da war gerade das Thema psychische Belastungen massiv. Also da habe ich dann später auch noch ein paar Zahlen dazu. Das äußert sich dann natürlich auch in den Zahlen der Beratungen zu Suizid, Depression, selbstverletzendem Verhalten. Angst war ein sehr großes Thema, das ganze letzte Jahr schon und ist es auch nach wie vor. Gewalt in der Familie, auch psychische Gewalt, was natürlich oft auch durch die räumliche Situation und die fehlenden sozialen Kontakte noch befördert wurde. Streitkonflikte, Homeschooling, ein Stressfeld, das ist nach wie vor ein großes Stressfeld, das Thema Schule. Auch jetzt, ganz besonders jetzt noch, wo der Druck dazu kommt, jetzt müssen wir ab Herbst wieder so funktionieren und wie soll man das alles nachholen? Überforderung von Eltern, vor allem den Alleinerziehenden. Fehlende Tagesstruktur, das war auch ein großes Thema, Antriebslosigkeit, die sozialen Kontakte gefehlt haben, auch das Thema Wohnen und zunehmend auch, das sehen wir heuer, also da müssen wir uns jetzt ein Jahr zurückversetzen bei diesen Protokollen, aber gerade zum Thema Arbeitslosigkeit und Zukunftsperspektiven ist einfach mit Dauer dieser Krise auch immer größeres Thema geworden.
Genau, und dann habe ich noch ganz, ganz kurz noch so Blitzeinblicke in unsere Umfrage zur Nachhaltigkeit letztes Jahr mitgebracht, weil das war auch nochmal sehr deutlich. Da haben wir eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben beim Institut für Jungkulturforschung. Und da war nochmal sehr deutlich, wie stark das Thema Umweltverschmutzung und Klimawandel den Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren Sorgen bereitet. Und das war sehr spannend, weil das war, wir haben die Umfrage letzten Sommer durchgeführt und im Herbst präsentiert und wir waren da mitten in der Corona-Krise und es hat eigentlich das Thema trotz Corona nicht an Aktualität verloren. Also trotz dieser, ich habe zum Vergleich noch mitgebracht, wir haben auch abgefragt, was macht Sorgen, Rassismus, steigende Armut, Terroranschläge, weitere Pandemien etc. und ist so trotzdem Top-Thema Umweltverschmutzung und Klimawandel, was das noch einmal verstärkt, dass das Kinder und Jugendliche sehr, sehr beschäftigt. Ja, was haben wir aus dem allen abgeleitet? Ich komme da schon bevor ich vielleicht zur ersten Challenge komme, ihr könnt euch vorstellen, es ist ein Konvolut an Themen und Herausforderungen und wir haben das jetzt runterbrechen müssen, auch für Social Innovation Lab auf möglichst wenige Challenges. Das war an sich schon eine Challenge. Und haben das dann auch geclustert. Das hat jetzt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber in unserer Hoffnung bleibt es auch nicht das letzte Social Innovation Lab. Also es wird in Zukunft genug Challenges zu lösen geben. Aber wir haben es mal runtergebrochen auf große Themen, vor allem mit dem Blick darauf, nicht nur jetzt Themen der Corona-Krise zu lösen, sondern diese Dinge, die unterschwellig da eigentlich schon seit langem problematisch sind und jetzt womöglich durch die Krise einfach nur verstärkt wurden. Und vielleicht darf ich meine erste Frage aufgreifen, gerade an der Stelle, vielleicht passend von Jakob Eck, welche Sozialinnovationen sind mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie von SS Kinderdorf erforderlich? Also wir sind da eigentlich schon mitten im Thema sozusagen, mit dem, was du jetzt erklärt hast, Thema Klimaschutz, Umweltthemen, aber auch was wir jetzt dann in den Challenges eigentlich hineingepackt haben, sind wesentliche Teile, so kann ich es mal umschreiben, von SS Kinderdorf. Genau. Also wir haben auch eine eigene Challenge zum Klimawandel, zu den Zukunftssorgen in Bezug auf Klimawandel dann formuliert. Die Frage ist natürlich auch insofern spannend, weil auch drinnen steckt, was macht SOS Kinderdorf dazu? Da beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv damit. Das heißt, wir entwickeln auch gerade eine eigene Strategie, wie wir auch als Unternehmen oder als Non-Profit mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen, weil natürlich wir auch eine große Wirkungsmöglichkeit haben als große NGO auch noch intern auch zu wirken, sei es in Richtung der Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, sei es in Richtung der Mitarbeiter, auch unsere Ressourcen, die wir nutzen und verbrauchen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben 14 Standorte in Österreich, wir haben viele Gebäude, wir haben Möglichkeiten bei der Mobilität. Also da sind wir auch gerade mittendrin in einem sehr großen Prozess. Das heißt, wir sehen uns da natürlich auch als Stakeholder im Sinne einer nachhaltigen Zukunft für Kinder und Jugendliche auch als große NGO auch zu wirken. Was die Kinder und Jugendlichen, was die Challenge im Social Innovation Lab angeht, komme ich gleich noch auf die Frage zurück. Vorher noch ganz kurz zu den anderen Challenges. Also die erste Challenge, die wir gebildet haben, war zum Thema Bildung. Das ist an sich schon ein Riesenthema und wir haben es dann natürlich runterbrechen müssen auf eine verarbeitbare Challenge. Und da haben wir insbesondere als Problem identifiziert, dass gerade in der Schule, in der formalen Schulbildung, ebenso Kulturkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Wissensvermittlung eher im Vordergrund stehen und ganz lebenspraktische Herausforderungen oft viel zu kurz kommen. Das kriegen wir aus der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit. Das hat sich aber auch in der Krise ganz stark gezeigt, dass plötzlich dieses System Schule nicht mehr zur Verfügung stand oder in völlig anderer Weise und man vor der Herausforderung stand, jetzt selbst organisiert lernen zu müssen und das eigentlich nie gelernt hat, obwohl das eigentlich eine total lebenspraktische Kompetenz ist, die ein Leben lang, auch im Sinne des lebenslangen Lernens, brauche, aber eigentlich unser Schulsystem
sieht es gar nicht vor, das auch richtig zu lernen. Ähnliche Herausforderungen gibt es im Bereich Finanzbildung, wie kann ich sorgsam mit Geld umgehen, wie mache ich eine gute Jobbewerbung, also wie bereite ich mir für ein Bewerbungsgespräch vor, aber eben auch soziale Fähigkeiten, soziale Lebenskompetenzen wie Achtsamkeit, Selbsteinschätzung, Kritikfähigkeit. Also das nehmen wir immer wieder wahr in unserer unmittelbaren Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber hat sich natürlich auch jetzt in der Krise gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die eben so, über solche Fähigkeiten verfügen, auch mit solchen Krisen dann natürlich wesentlich besser umgehen können, die mit sich achtsam sein können, die spüren, wo Grenzen sind, wo sie Hilfe benötigen. Und aus dem haben wir auch die Challenge formuliert, wie können wir Schülerinnen und Schülern Kompetenzen beibringen, die sie resilienter für das Leben außerhalb der Schule machen. Außerhalb meint jetzt wirklich außerhalb, aber auch nach der Schule, sozusagen fürs Leben auch nach und außerhalb der Schule, eben weil Lesen, Schreiben, Rechnen heute oft nicht mehr reicht. Genau, das war die erste Bildungs-Challenge. Ich weiß nicht, Hannes, sollen wir pro Challenge Fragen stellen oder soll es einmal durchgehen? Ich weiß nicht, wie es euch lieber ist. Vielleicht eine kurze Möglichkeit, da Frage dazu zu geben. Ansonsten vielleicht dann die nächste und dann wieder gerne wieder Frage, falls eine aufkommt, stellen. Gerne auch einfach lautlos, also laut schalten sozusagen, Stummschaltung aufheben. Gut, also wenn keine Frage kommt, wir können natürlich im Nachhinein auch noch, gibt sie dann vielleicht auch, wenn wir unsere Teams vorstellen, also können wir dann gerne noch in die Diskussion gehen. Aber das war unsere erste Challenge zur Bildung. Challenge zur Gesundheit. Wie können wir Kinder und Jugendliche in Krisensituationen so fördern, dass sie gestärkt aus der Krise gehen? Das war natürlich gerade noch im letzten Jahr, ist das ein großes Thema. Wir sehen großen Druck auf Kinder und Jugendlichen und eine massive Zunahme von vor allem psychischen Belastungen. Das hat sich ganz klar in den Beratungszahlen bei Rat auf Draht gezeigt, aber natürlich auch in diversen Studien, die es jetzt auch im Laufe des letzten halben Jahres oder Jahres noch gegeben hat. Gleichzeitig waren Therapie- und Beratungsangebote kaum zugänglich. Aber man muss auch sagen, auch abseits der aktuellen Krise haben natürlich Kinder und Jugendliche multiple Herausforderungen oft zu stemmen. Es geht von der Trennung der Eltern über Verlust von einem geliebten Menschen, Missbrauch und Gewalt, über traumatische Erfahrungen. Da hat natürlich SS Kinderdorf sehr große Erfahrung im Umgang mit diesen Krisen, weil das auch die Krisen sind, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche darauf von uns betreut werden müssen. Und ein ganz großes Thema ist dann natürlich Resilienz. Das heißt, es braucht Resilienz, um gut durch Krisen zu kommen. Und das ist grundsätzlich ein lebenslanger Prozess, dessen Basis aber in der Kindheit gelegt wird. Und Kinder und Jugendliche mit Resilienz auszustatten, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch resilient zu sein, ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich etwas Wünschenswertes. Und es hat auch sehr positive Erfahrungen gegeben im letzten Jahr. Das heißt, wir haben auch gesehen, dass Kinder und Jugendliche auch zum Teil profitiert haben, auch in unseren eigenen Angeboten, die zum Beispiel jetzt im Zuge des Homeschoolings viel mehr Möglichkeiten hatten, ihr eigenes Tempo zu gehen, die man besser betreuen konnte in der Zeit, die sich den Tag, die sehr gut damit umgehen konnten, den Tag selbst einzuteilen und die eigentlich sagen, jetzt gehen sie eigentlich ungern wieder in dieses starre System Schule im Herbst zurück, wenn es jetzt wieder gleich so weitergeht. Und die Idee von Resilienz ist ja schon auch eben mit Krisensituationen dann auch entsprechend so umgehen zu können, dass man daran wächst. Und so haben wir auch diese Challenge möglichst breit formuliert und haben dann auch, glaube ich, ganz spannende auch Teamantworten im Rahmen vom Social Innovation Lab bekommen. Genau, und jetzt bin ich eh schon beim Thema Klimaschutz. Da habe ich noch ein paar Zahlen aus unserer Klimaumfrage mitgebracht. 75% der Kinder und Jugendlichen bereitet der Klimawandel Sorgen, das hat sie vorher schon gehört. Aber auch sehr spannend, 56% finden, dass in ihrer Familie noch viel zu wenig für Klima- und Umweltschutz getan wird. Auch sehr spannend, in Deutschland gibt es mittlerweile eine Umfrage, dass gerade Erwachsene mit Kindern, also Familien, Väter, Mütter, eigentlich
sich weniger mit Klima- und Umweltschutz beschäftigen als Nicht-Eltern. Das hätte man vielleicht vermutet, dass sie Eltern eher damit beschäftigen, weil sie Sorge um die Zukunft ihrer Kinder haben. Erklärungsversuch in dieser Studie war, dass Familien oft viel zu wenig Zeit bleibt, um sie überhaupt mit solchen Themen zu beschäftigen, weil der Alltag schon so herausfordernd ist, dass das fast Luxusproblem ist. Und das ist natürlich eine große Diskrepanz, wenn sich die Kinder und Jugendlichen da mehr wünschen, mehr Maßnahmen und gleichzeitig die Familien aber gar nicht oft die Möglichkeit haben. Und Kinder und Jugendliche haben einfach einen geringeren Einfluss auch auf politische Entscheidungen. Das wird ja auch gerade von der Fridays for Future-Bewegung auch immer wieder thematisiert, dass vielfach politische und wirtschaftliche Entscheidungen gefällt werden, die ihre Zukunft massiv betreffen und die Erwachsenen eigentlich viel zu wenig darauf schauen, wie es Jugendlichen und Kindern in Zukunft damit gehen wird. Und die Frage von uns war dann auch so, ob Familie ein Ort sein könnte, wo Kinder und Jugendliche nachhaltiges Verhalten fördern können und vielleicht auch die Erwachsenen ein bisschen in nachhaltigere Entscheidungen, wie soll ich sagen, motivieren können. Und deswegen war die Challenge, die wir dann auch formuliert haben aufgrund dieser Daten, wie wir Kinder und Jugendliche auch empowern können, befähigen können, Klima- und Umweltschutz wirklich auch zum gemeinsamen Familienziel zu machen. Das heißt, sie auch hier voranschreiten lassen und unterstützen, damit sie auch die Möglichkeit haben, da mehr voranzutreiben. Eine weitere Challenge betrifft den Lebensraum. Wir haben in derselben Studie auch herausgefunden, dass jeder zweite Jugendliche findet, dass viel zu wenig Platz für junge Menschen im öffentlichen Raum gibt. Kinder und Jugendliche brauchen ja Raum, um sich zu entfalten, zu bewegen, zu spielen. Das wissen wir sehr gut. Gleichzeitig steht der Raum immer seltener zur Verfügung. Einerseits, weil man konkurriert mit Bauprojekten, mit Parkplätzen, mit Supermärkten. Und gleichzeitig auch, weil zumindest bei der Jugend spürt man sehr stark, bei Kindern auch zum Teil, aber bei der Jugend fast noch stärker, dass die auch wirklich aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird. Also wir sehen das ja jetzt sehr, sehr gut auch in der Diskussion auch um die Karlsplatzräumung beispielsweise. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass das Jugendfreiräume fordert und Was gibt es an Möglichkeiten und wo spreizt sich das mit anderen gesellschaftlichen Gruppen? Und da haben wir als Challenge formuliert, wie können wir Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, sich mehr Begegnungszonen, also Begegnungszonen jetzt im Sinne von, wo kann man miteinander mit den Peers auch sich treffen, sich bewegen, spielen, kommunizieren, im persönlichen Umfeld zu sichern oder einzurichten. Da war uns gerade dieser Empowerment-Aspekt ganz wichtig. Also wie kann man sie auch dabei unterstützen, um diese Zonen oder diese Flächen, diesen Raum auch zu gestalten und sich ein bisschen zurückzuerobern. Und die letzte Challenge, die wir noch abgeleitet haben aus den vielen Herausforderungen, die wir identifiziert haben, war im Bereich Informationstechnologie. Da gibt es natürlich noch einmal ein Riesenfeld zu beackern. Wir haben es jetzt für dieses Social Innovation Lab mehr runtergebrochen auf ein großes Thema, was, glaube ich, im letzten Jahr sich auch im Zuge der Krise recht stark gezeigt hat. Kinder und Jugendliche haben das einerseits das Recht auf Information und gesellschaftliche Teilhabe, aber gleichzeitig gibt es auch kaum niederschwellige jugend- und kindgerechte Medien. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass wir alle in einem extremen Informations-Overkill leben und gleichzeitig von Fake News, mit Fake News konfrontiert sind. Und nicht nur Kinder und Jugendliche, aber auch diese fragen sich dann natürlich, welche Quellen sind überhaupt verlässlich und kann ich das überhaupt verstehen, was mir da präsentiert wird? Und das war natürlich gerade in der Corona-Krise, aber ganz generell in unserer Wissensgesellschaft schon immer ein großes Thema. Wie zugänglich ist Information und wie kann ich es überhaupt verarbeiten? Und ist mein Recht auf Information überhaupt umgesetzt? Und da sind Jugendliche in einem großen Dilemma. Sie wissen erstens, dass soziale Medien eine schlechte Quelle sind für Nachrichten. Gleichzeitig ist es ihre Hauptinformationsquelle. Und ich habe da Studie von Safe Internet noch mitgebracht aus 2017, aber das wird sie leider, glaube ich, noch nicht so weit geändert haben, glaube ich. Ein Viertel der Jugendlichen meint, sie haben überhaupt noch gar nicht gelernt, wie man den Wahrheitsgehalt von Informationen überprüft. Und das ist natürlich
sehr problematisch. Und wir haben dazu auch die Challenge formuliert, wie können wir Nachrichten zu komplexen Geschehnissen so zugänglich machen, dass sie von Kindern und Jugendlichen gerne konsumiert werden. Weil es uns da vor allem um das Thema Niederschwelligkeit auch gegangen ist und wie dann Kinder und Jugendliche sich auch aktiv informieren können. Da mache ich jetzt mal kurz eine Pause. Ja. Genau. Kommen wir mal in die Runde, ob es ja, zu den Challenges noch Fragen gibt. Ich glaube, man sieht jetzt eigentlich ganz gut, dass es sehr viel um Empathie gegenüber der Zielgruppe geht, und das hat das Kino darauf auch versucht, direkt bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen abzufragen. Wenn es dabei keine Fragen gibt. Kramer hat eine Frage gestellt. Nur kurz allgemein zu den Challenges. Diese habt ihr vorab formuliert oder mit den Teilnehmenden zusammen? Also sehr gute Frage. Wir haben in dem Fall die Challenges in einem Team vorab formuliert. Also das war dann auch eine Teamleistung. Wir haben sozusagen den Input von Seiten SS Kinderlo vorbereitet. Unter anderem dann gemeinsam auf Grundlage dieser Studien, der Fokusgruppen, der Zahlen, diese Challenges mit einem Team aus Setup und SS Kinderdorf formuliert. Aber ich finde die Frage insofern spannend, weil das auch ein Learning von uns war, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich, sollten wir sowas noch einmal machen, diese Phase, wie man überhaupt zu diesen Challenges kommt und wie man die Herausforderungen formuliert, viel offener gestalten und viel mehr mit Leuten da draußen, mit Expertinnen und Experten, mit Netzwerken, mit anderen Organisationen, mit Kindern und Jugendlichen. Und da sind wir auch gerade dran, zu entwickeln, wie kann sowas vielleicht in einem weiteren Durchlauf, wie kann sowas aussehen, weil wir da auch ganz viel Potenzial sehen, schon bei der Challenge-Formulierung eine wesentlich breitere Partizipation sicherzustellen. Also da hätten sich auch davon profitiert, das war jetzt einmal der erste Durchgang, da haben wir es jetzt mal so gemacht, und wir haben, glaube ich, Hannes, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, beim ersten Entwurf hatten wir 15 Challenges und dann haben wir es irgendwie zusammenfassen müssen und runterbrechen, aber es finde ich insofern eine gute Frage, weil das ist bei uns auch ein Learning, dass wir das offener gestalten wollen. Genau, also das Miteinander, vor allem mit den Kindern und Jugendlichen, die so beteiligen, auch in dieser ersten Phase noch stärker, als man es eh schon hat mit Umfragen. Das ist sicher eines der Hauptlearnings gewesen, würde ich mal sagen, für uns auch. Ja. Und das werden wir in Zukunft, wenn es weitergeht, da sehr stark beachten. Okay. Ich glaube, das war's. Ja. Soweit mal von der Fragenseite. Ich habe dann noch ein paar aktuelle Sachen mitgebracht, vielleicht auch so für die Diskussion interessant. Die Zahlen, die ihr vorher gehört habt, waren ja vom letzten Jahr. Wir haben mal ganz aktuelle Zahlen von heuer noch einmal von Rad auf Draht, die wir jetzt auch in unserer aktuellen Jugendkampagne auch noch mit thematisiert haben. Ihr seht es nochmal auf einen Blick, die Zunahme der Beratungen im Vergleich. Also da ist der Vergleichszeitraum also 1. März 2020 bis 28. Februar 2021 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, also die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Und wir sehen da natürlich massive Themen, sehr ernste Themen auch, während eben andere Themen wie Liebeskummer, also klassische Teenager-Sorgen, Streit mit den Eltern, abgenommen haben. Also psychische Erkrankungen, Essstörungen, Schlafstörungen und das große Thema Angst, also das sind sicher Themen, die uns weiter beschäftigen werden und die sicher auch für ein Follow-up, sollte man nochmal so ein Social Innovation Lab machen, also das wären tatsächlich ganz, ganz dringliche Themen, das kriegt man jetzt eh überall mit, die wir gesamtgesellschaftlich lösen müssen. Aber eben auch die Sorgen im Bereich Arbeitslosigkeit, Überforderung in der Schule, die natürlich mit dem dann wieder in Zusammenhang stehen. Also man kann jetzt diese Probleme nicht isoliert sehen. Und die Überforderung mit der Schule wird jetzt für den Herbst auch wieder ein großes Thema sein. Wir haben diese Zahlen auch zum Anlass genommen und aktuell eine große Kampagne zum Thema eben vorhin, jetzt muss ich es tun, die Jugend von heute gelauncht und habe da auch noch einen
O-Ton mitgebracht von der Erna. Also wir machen auch immer im Rahmen von Kampagnen daneben, dass wir uns in Zahlen über aktuelle Herausforderungen auch besorgen oder zu untermauern und versuchen unsere Forderungen, die wir stellen, zu untermauern, auch mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und in dem Fall habe ich da von der Erna ein Zitat mitgebracht, die das, glaube ich, ganz gut festhält, wie sich viele Jugendliche derzeit fühlen. Und wir arbeiten jetzt in unserer aktuellen Awareness-Kampagne Jugend von heute sehr stark daran, das in die Gesellschaft zu bringen, die Probleme und Herausforderungen von Jugendlichen. Da geht es um Arbeitsmarkt, da geht es um Schule, um Wohnen, aber eben auch psychische Belastungen, wo wir auch Forderungen haben und auch Ideen, wie etwa ein bezahltes Perspektivenjahr für junge Erwachsene. Wenn euch das mehr interessiert, bitte gerne auf unsere Kampagnenseite schauen, www.sos-kinderdorf.at/jugend-von-heute. Da arbeiten wir noch im Sommer weiter daran, das Thema weiter zu bearbeiten und freuen uns natürlich auch, wenn ihr da unsere Forderungen auch teilt, unsere Social-Media-Beiträge teilt, unser Newsletter vielleicht abonniert, dann bleibt sie auch am Laufenden, was dieses Thema angeht. Und das ist ein Beispiel dafür, wie diese Grundlagen, die wir immer wieder schaffen, wenn wir uns anschauen, was sind aktuelle Herausforderungen, wie diese dann auch einfließen in Maßnahmen. Sei es jetzt in der Social Innovation Lab, wo eine sozialunternehmerische Lösung gesucht wird für ein Problem, oder in eine Kampagne, wo wir versuchen, die Gesellschaft einerseits aufmerksam zu machen und auch die Politik, um eine Veränderung von Rahmenbedingungen herbeizuführen. Ja, das war es jetzt mal von meiner Seite. Dann würde ich jetzt auch einmal das Teilen beenden, beziehungsweise da ist auch noch mein Kontakt. Ich weiß nicht, ob es einen Nachversand gibt, aber ihr könnt es, findet mich auch auf LinkedIn, ist oft am einfachsten. Genau, Dankeschön nochmal jetzt. Danke, Katrin. Wir können die Folien natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Einfach bei uns melden, kurze Nachricht. Auch gerne jetzt gleich in den Chat, dann schreiben wir es uns auf. Genau. Ja, also danke, Katrin. Und ich glaube, wir haben jetzt irgendwie sozusagen ein gemeinsames Bild bei der Entwicklung von sozialen Innovationen, wie sehr es da eigentlich wirklich darum geht, sozusagen die Gruppe an Personen, Menschen, an Systemen zu verstehen, damit man überhaupt über soziale Innovationsprozesse sprechen kann, damit man überhaupt das Thema soziale Innovation sinnvoll starten kann, damit man sozusagen dort ansetzt, wo die großen Herausforderungen sind, wo die Herausforderungen der Zeit sind und die Themen, die die Menschen beschäftigen. Und deswegen ist das Zuhören einfach ganz was Wichtiges. Und dann auch eben das Miteinander entwickeln. Und ich darf jetzt wieder meinen Teil der Präsentation teilen, wo wir nochmal zusammengefasst die 5 Challenges sehen. Und genau, also da geht es vor allem wirklich ums Zuhören. Und dann, wenn es ums Lösungen entwickeln geht, hat SOS Kinderdorf und Impact Hub beziehungsweise vormals Setup gesagt, wir machen das gemeinsam mit Menschen, die sozusagen Mitstreiterinnen sein wollen und Ideen haben und sich einbringen wollen und selbst das Social Business entwickeln möchten. Und da aus dem ganzen sozusagen Prozess, den ich ganz zu Beginn vorgestellt habe, aus diesen mehreren Monaten, wo die Teams an ihren Ideen gearbeitet haben, sind jetzt mittlerweile mit Mitte des Jahres 10 Teams als Absolventinnen vom ersten Social Innovation Lab Durchgang sozusagen erfolgreich haben sie das abgeschlossen. Wir haben 10 Teams, die in diese Frühjahrsphase, Inkubationsphase gestartet sind, haben 10 Ideen. Wir haben, eigentlich kann man sagen, 10 erfolgreiche Teams und 9 davon, die auch weitermachen. Wir haben ein Team, das auch schon kommuniziert hat mit dem Abschluss. Sie haben auch sozusagen andere Ziele als Personen, jetzt anders weiterzumachen. Die nehmen sozusagen andere Dinge mit aus dem Learning. Es ist sozusagen auch immer Teil von Innovation, ja. Also auch das
das einfach mal sich auf das einlassen und dann schauen, wohin der Weg führt. Die 10 Teams sind sehr unterschiedlich. Also wir haben eben in den 5 Challenges, die mir da jetzt auch die Katrin nochmal erklärt hat, haben wir unterschiedliche Ideen. Also das Team Naschgarten, wo es einfach um ein Gartenjahr gestalten geht und das Thema gesunde Ernährung. Mit Rümi gibt es Pop-up-Spielplätze auf öffentlichen Flächen. Da haben wir eben diese Challenge Lebensraum, die da sehr stark adressiert wird. Mit Semper Drift Different haben wir ein Team, das ein Kartenspiel entwickelt hat, wo es sehr viel ums Reden über Gefühle geht und Ängste. Einfach auch Themen, über die man sonst nicht so einfach spricht, mit Hilfe eines Kartenspiels einfach leichter darüber zu sprechen. Mit Hakuna haben wir ein Team, das Freizeiträume und Freizeitwochen für Kinder und Jugendliche entwickelt. Im August wird das erste stattfinden in Schrems. Mit Oli Bad Goldi haben wir ein Team, das Vermittlungen für lebenspraktische Fähigkeiten in Form von Workshops, wo sozusagen Menschen in einem reiferen Alter, das Team nennt diese Menschen Goldies, Oldies und mit jungen Menschen zusammenbringt und sozusagen auch Fähigkeiten vermittelt werden, die in der heutigen Zeit oft mal zu kurz kommen. Mit Mindcoach haben wir ein Team mit dabei gehabt und mit dabei auch immer noch als Mitstreiter sozusagen die App entwickelt haben, wo das Thema mentale Gesundheit, Prävention, ich bin ein Kind, ein Jugendlicher, ich habe ein Thema und mittels einer App möchten wir da oder wird da eine Stütze gegeben, eine Unterstützung gegeben, die richtigen Lösungen zu finden, die richtigen Kontakte zu finden. Mit Kinder der Berge, ein Team, das Bergreisen für Familien mit krebskranken Kindern anbietet, aber auch generelle Familienreisen. Mit B3, eine Klima-App, die klarerweise bei der Challenge des Klimawandels auch ansetzt, wo es um Klimaschutzthemen geht, auch wiederum Kinder und Jugendliche, die gemeinsam mit der Familie solche Themen dann angehen können. Entdecke deine Superkraft, ein Kartenspiel für vor allem jüngere Burschen, wo es auch um Themen geht und um sozusagen einen Zugang, wie dieses Buben-Mädchen-Bild in der heutigen Zeit ja einfach auch besser besprochen werden kann. Und das Team der Jungen Medienwerkstatt, das eine Idee für Medienkompetenz für Schülerinnen entwickelt hat, sozusagen einer Plattform, wo es darum geht, in Schulen eine Software zur Verfügung zu stellen, wo Schülerzeitungen entwickelt werden können, aber eben auch begleitet mit Workshops. Die Idee ist jetzt da, das Team hat gesagt, sie werden die Idee nicht weiterführen, aber auch dazu ist der Impact Hub Tirol da, damit diese Ideen nicht verloren gehen und sich vielleicht danach einfach neue Mitstreiterinnen finden, die Ideen weiterdenken. Ja, und wir haben uns gedacht, um das Ganze jetzt noch lebendiger zu machen, wechseln wir da jetzt wieder in Richtung Kurzvideos, weil wer kann die Idee besser vorstellen als wie die Teams selbst? Und liebe Ninja, ich glaube, wir starten mit dem Team Rümi. Ich beende mal meine Präsentation und ihr lasst euch bitte gerne mal von Team Rümi inspirieren, wie Rümi sich Pop-up-Spielplätze vorstellt. Findet, dass es zu wenig Platz im öffentlichen Raum für sie gibt. Besonders in Zeiten wie jetzt, mit und nach Corona, wird uns dieses Problem nochmal im Speziellen bewusst. Aktivitäten werden vermehrt in den virtuellen Raum verlagert und physische Plätze bleiben aber ungenutzt. Und genau hier setzen wir an. Rümi steht für Raum, Kind und Sein, also Raum zum Kindsein. Dies schaffen wir durch unsere Pop-up-Spielplätze, welche aus modularen Spielplatzeinheiten bestehen und je nach Platz angepasst werden und relevante Themen wie zum Beispiel Natur in die Stadt behandeln. Wenn auch ihr einen ungenutzten Ort wisst, an dem unbedingt ein kreativer und fantasievoller Lebensraum für Kinder entstehen soll, dann meldet euch bei uns bei Rümi. Mehr Infos erfahrt ihr auf unserer Website. Vielen Dank. Ja, das ist das erste Team Rümi. Rümi Pop-up-Spielplätze. Vielleicht, wenn es da gleich eine Frage gibt, kann ich gerne wieder einladen, die Frage uns zu stellen. Das Team von Rümi baut gerade den ersten Prototypen, ist gerade dran, sozusagen das zu ermöglichen, dass in Wien, in einem Wiener Bezirk, so ein erster Pop-up-Spielplatz geschaffen wird und hat natürlich das Ziel, es dann auch österreichweit auszurollen. Genau.
Ja, sonst würde ich einfach gern auch das nächste Team gleich vorstellen. Das ist das Team von Naschgarten. Wir wollen erreichen, dass jedes Kind die Chance hat, eine Verbindung zur Natur aufzubauen, gesund zu leben und eine zukunftsfähige Umwelt mitzugestalten. Wie wollen wir das erreichen? Indem wir gemeinsam gärteln, kochen und genießen und das über ein Jahr lang. Wie funktioniert das konkret? Wir werden gemeinsam mit Kindergärten, Volksschulen und Unterstufen über ein Schuljahr hinweg alle 14 Tage gärtnern und kochen. Außerdem bieten wir mehrwöchige Gartel- und Kochkurse an, sowie Feriencamps und Kindergeburtstage. Wo soll das passieren? Dies wird im Naschgarten passieren, einem halben Hektar Land im 10. Bezirk in Wien. Dort werden Beete entstehen, ein Gewächshaus, Bienenstöcke, ein Hühnerstall, ein Kräuter- und Obstgarten sowie eine Outdoor-Küche mit Feuerstelle. Wer sind wir? Max, Carol Ann und ich, Marina, sind das Team des Naschgartens. Wir sind drei hochmotivierte Gründerinnen, die uns freuen, euch gemeinsam auf unserem Weg zur Vision dabei zu haben. Ja, also auch da der Aufruf an die Zuhörerinnen auch gerne natürlich, die Ideen zu teilen oder wenn es Nachfragen gibt, können wir gerne zu den Teams vermitteln. Und ja, wir als Impact Hub Tirol sind natürlich auch als Aufgabe, das zweite Team hat gesagt, sie starten in Wien mit einer Fläche. Die Ideen und Konzepte, die dahinter stehen, die bieten sich natürlich auch an, in andere Regionen zu bringen, nach Österreich. Und deshalb ist unser Ziel natürlich so, eine Idee dann auch in Tirol, nach Tirol zu bringen, wenn man natürlich dran ist, innovative Projekte zu starten und soziale Innovationen umzusetzen, muss man immer schauen, wo sieht man sozusagen am meisten Potenzial oder wo bietet sich so eine erste Möglichkeit, ein erster Partner. Das kann manchmal eine Gemeinde sein, das kann ein Bezirk sein, das kann ein Unternehmenspartner sein. Und ja, da muss man immer sozusagen recht flexibel sein, wo man dann auch starten kann. Und ich glaube, ein Team würde man nur die Gelegenheit geben, sich auch nochmal persönlich mit der Idee vorzustellen. Und wir sind Dora, Alex und Daniel. Und gemeinsam sind wir Same but Different. Wir würden Jugendlichen gerne ermöglichen, mehr über ihre Ängste und Probleme zu reden. Denn wenn wir in einer guten Atmosphäre und in einer vertrauten Atmosphäre über unsere Ängste und Gefühle sprechen, fühlen wir uns als Menschen verbundener und weniger einsam. Genau das möchten wir für die Jugendlichen schaffen und haben deshalb ein Spiel entwickelt, nämlich für 16- bis 18-Jährige. Und weil manchmal ist es ein bisschen schwer, so Themen wie Sexualität oder den eigenen Körper oder Zukunftsängste anzusprechen. Deshalb benötigen wir Icebreaker. Und genau aus dem Grund haben wir in unserem Spiel tiefgründige, auch teils lustige Fragen, die den Gesprächseinstieg erleichtern. Nun, stell dir vor, du sprichst etwas aus, was du schon lange irgendwie auf dem Herzen hast und alle deine Freunde in deiner Runde sagen, wow, ich fühle mich genauso. Wie fühlst du dich dann? Auch das Team von Same but Different baut gerade in seinen Prototypen. Also da geht es darum, in den Druck zu gehen mit dem ersten Kartendeck sozusagen. Mit den Prototypen haben sie natürlich auch schon mit Jugendlichen gespielt und gearbeitet, haben sich Rückmeldungen eingeholt. Auch so ein Spiel muss ja immer auch Spaß machen und da ist das Team sozusagen schon ganz ein großes Stück weitergekommen und jetzt geht es auch da bei diesem Team in die Umsetzung. Genau, dasselbe gilt für Oldie but Goldie, dem Team, wo es auch darum geht, jetzt einfach in eine nächste Phase zu kommen und aus dem Social Innovation Lab heraus jetzt auch den ersten Workshop zu initiieren, gemeinsam mit einem Partner. Das ist in Innsbruck geplant und da wünsche ich mir schon mal viel Erfolg für den nächsten Schritt. Das Team von Kinder der Berge hat mittlerweile eine Website aufgestellt und organisiert jetzt für Ende des Sommers eine erste Bergtour. Die erste Bergtour wird auch natürlich den Fokus haben mit Familien, mit krebskranken Kindern. Und genau, auch da sozusagen ist man jetzt dabei, in die Umsetzung zu gehen. Das Gleiche betrifft das Team von Hakuna.
wo in Schrems eben, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, einfach jetzt auch im Sommer der erste Prototyp, der erste Workshop stattfinden wird. Und da das natürlich im Innovationsdenken eine ganz wichtige Phase ist, nochmal zu schauen, wie gut kommt es dann wirklich an, wo muss man ansetzen, was kann man verbessern. Das Team von Mindcoach wird demnächst die Software sozusagen diese neue App auch in den App Stores bringen. Das Team ist schon ein bisschen länger dran an seiner Idee und ist da schon recht weit und ja, warten wir schon gespannt drauf. So wie auch das Team von B3, B3, die Klimaschutz-App, die aktuell eben auch in Tirol Partner sucht, Unternehmenspartnerinnen sucht, die gemeinsam mit Schulen auch Interesse dran haben, da in Tirol was zu initiieren. Genau. Das sind mal so diese, ja, diese Erfolgsbeispiele einfach aus dem ganzen Projekt Social Innovation Lab von SS Kinderdorf gemeinsam mit dem Impact Hub Tirol. Vielleicht jetzt an der Stelle gerne nochmal die Möglichkeit, da wieder Fragen zu stellen zu den Teams oder zum Prozess, die aufgekommen sind, dann bitte gerne jetzt. Ich habe gesehen, Anne, es sind ein paar Fragen im Chat, die allgemein noch so auch zur Finanzierung gestellt waren. Vielleicht passt das auch an dieser Stelle. Ja, genau. Also ich habe jetzt mal gesehen, da braucht es also das Thema Anschubfinanzierung für die Projekte. Sind die Projekte selbstständig oder bei SS Kinderdorf angesiedelt? Danke, Thomas Winter. Genau, also wir haben sozusagen auch die Teams, wir heißt Impact Hub gemeinsam mit SS Kinderdorf, die Teams begleitet beim Prozess. Die Finanzierung von dem Ganzen ist von SS Kinderdorf gekommen, sozusagen auch diesen Prozess überhaupt möglich zu machen. Und wir haben den Projekten jetzt einfach auch Know-how gegeben, welche ersten Fördermöglichkeiten gibt es in Österreich für die Projekte. Und wir haben natürlich auch gemeinsam mit SS Kinderdorf schon besprochen, wie man in Zukunft auch gemeinsam mit Stiftungen und Unternehmenspartnern zusammenarbeiten kann, damit wir da noch mehr Stärkung geben. Was die Projekte jetzt haben, ist das Netzwerk ins SS Kinderdorf und es gibt vor allem auch ein paar ausgewählte Projekte, wo jetzt noch in den nächsten Monaten geschaut wird, wie können diese noch als strategische Partnerschaft oder was Ähnliches mit SS Kinderdorf eingehen. Also es endet nicht jetzt sozusagen, sondern jetzt geht es wirklich darum zu schauen, wie kann man auch das Optimale herausholen und das ist ja für einen Auftraggeber wie SS Kinderdorf ganz was Wichtiges. Ja, ich hoffe, das beantwortet mal so fürs Erste die Frage. Ansonsten sind natürlich die Teams schon sehr eigenständig auch unterwegs und haben natürlich auch ein großes Interesse daran, die Idee umzusetzen und sind da beim Netzwerken auch an anderer Stelle. Ja, und das war auch nicht der Plan, dass man ausschließlich nur mit SS Kinderdorf kooperiert oder so, ja, also sondern dass man wirklich auch Chancen nützt und die Chance, die sich bietet, dann halt auch Richtung Partner oder mögliche Finanzierungsmöglichkeiten, dass man da halt auch eigenständige Wege geht. Und das Social Innovation Lab wurde einfach auch finanziert durch die Möglichkeit, dass SS Kinderdorf auch einfach sehr treue Spenderinnen hat, die solche Dinge ermöglichen, ja, wo halt auch der Wunsch da ist, was Neues auszuprobieren, Neues zu tun, ja, Innovation zu leben. Und aus dem heraus hat die Möglichkeit bestanden, sowas dann auch zu finanzieren. Und natürlich auch Unternehmenspartner, die uns da halt eine wichtige Stütze oder dem SS Kinderdorf eine wichtige Stütze ist. Darf ich da Folgefrage noch anhängen? Ja, natürlich. War es auch Ziel, also der Prozess orientiert sich ja sehr stark am Design Thinking Prozess, ne? War es auch Ziel, bei SOS Kinderdorf quasi Kompetenzen zu dieser Art des Prozesses aufzubauen, damit man später vielleicht auch selber hier aktiv werden kann? Also deckt sich ein Stück weit mit meiner Frage, wo ich vorher gefragt habe, wie funktioniert denn Innovation generell bei SOS Kinderdorf? Ist das quasi dann nur wirklich dieser eine Prozess und was ist dazwischen mit den Ideen der Mitarbeiterinnen? Vielleicht kann man die Frage sogar kombinieren, ja. Ja, also ich versuche es möglichst kurz zu beantworten. Also
mittlerweile gibt es bei SOS Kinderdorf eigentlich ein sehr klares Innovationsmanagement und es ist eigentlich auch ein Prozess, wo, weil das war ja auch der erste Teil der Frage, es gibt auch die Möglichkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch operativ mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die in den Programmen arbeiten, aber die auch in anderen, sage ich jetzt mal, Abteilungen oder Prozessen zu anderen Themen arbeiten, einfach Ideen einzureichen, eigene Ideen in einem Mitarbeiterinnen-Team auch innerhalb von SOS Kinderdorf einzureichen. Da gibt es dann auch eine interne Jury und da gibt es dann auch die Möglichkeit, so kleine Finanzierung zu bekommen, um eben ein Konzept aufzusetzen oder auch einen Prototypen zu entwickeln. Und ich zeige dann noch 2, 3 Beispiele von SOS Kinderdorf, die es schon gibt. Es gibt da doch schon einiges an Social Business Ideen, die ja schon erfolgreich von SOS Kinderdorf implementiert worden sind und die auch sozusagen bestehen seit einiger Zeit. Und generell ist das Thema Kollaboration und Zusammenarbeit eigentlich das Kernthema auch vom Innovationsprozess von SOS Kinderdorf. Und deswegen gibt es auch die Kooperation mit dem Impact Hub Tirol und mit anderen Netzwerken, weil gerade dieses Thema auch für Organisationen, für Non-Profit-Organisationen wie für Profit-Organisationen auch ein Thema der Zukunft sein wird. Das kann man nicht alleine machen, das kann man nur möglich machen, weil haben wir gesehen, Vielfalt der Themen und Herausforderungen, da muss man sich zusammenschließen und allein die Erkenntnisse sind schon eine große Sache, dass Organisation sagt, wir schließen uns einem Netzwerk an, wie dem Impact Hub und möchten gemeinsam mit Menschen, die da mit dabei sind und anderen Organisationen, das voranbringen und neue Ideen entwickeln und da eben ansetzen, wo es notwendig ist, weil alleine schaffen wir es nicht. Genau, und es war schon auch, wie jetzt in der Frage schon gestellt, auch die Idee, uns da auch Kompetenzen und Erfahrungswerte reinzuholen. Also es war ja auch ein Format, das für SOS Kinderdorf jetzt neu war. Also wir haben einerseits natürlich die Inhalte auch geliefert, die Herausforderungen, das Ohr, das wir an den Problemen haben, das nahe Ohr an den Kindern und Jugendlichen, aber gleichzeitig auch natürlich auch für unseren Innovationsprozess auch Learnings zu generieren. Also das war schon, das ist eben ein Geben und Nehmen in so einer Partnerschaft, insofern war das eine Win-Win-Situation und wir haben, glaube ich, auch ganz viel Learnings aus diesem ersten Durchlauf gezogen, auch wiederum für unsere interne Innovation, was es da braucht, um Mitarbeiter in so einen Prozess dann zu integrieren. Also wir haben ja auch intern viele Ideen, der Hannes hat jetzt eh auch ein paar noch in seinen Folien drinnen, die von Mitarbeitern kommen und die auch umgesetzt wurden. Und da haben wir natürlich jetzt auch allein durch Social Innovation Lab und durch die Zusammenarbeit mit Setup und dem Impact Hub auch neue Tools kennengelernt. Also das ist ja auch spannend, auch für uns, uns da ständiger weiterzuentwickeln. Und weil das auch in der Frage gesteckt ist, eben das Thema Impact-Investoren, Investorinnen, ja klar ist das eine der Rollen vom Impact Hub Tirol, da einfach ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen und das wird da generell ein Schwerpunkt sein, soziale Innovationen in Zukunft durch die Zusammenarbeit mit Impact-Investoren und Stiftungen zu finanzieren. Da sind wir schon dran, da ist aber auch Organisationen wie SOS Kinderdorf schon länger dran, also ja. Und wir werden auch nächstes Jahr ein Accelerator-Programm starten, gemeinsam mit der Werkstätte Wattens, wo so ein bisschen spätphasigere Social Startups die Gelegenheit bekommen, ein Jahr lang eine Begleitung zu bekommen, mit der Aussicht eben auf einen Anschub Impact Investing, wo wir auch Impact Investoren mit an Bord holen wollen. Natürlich ist das auch die Rolle vom Impact Hub, die wir in Zukunft da auch einnehmen wollen und da müssen und um überhaupt sozusagen auch in die Richtung Finanzierung zu kommen. Und wenn wir jetzt vielleicht das nochmal auf Tirol herunterbrechen, geht es am Ende natürlich auch darum, wenn wir solche Ideen, wie die jetzt da aus dem Social Innovation Lab entstehen, dass wir diese Ideen natürlich auch in den Alpenraum bringen, nach Tirol bringen, in Regionen bringen, in Gemeinden bringen und da natürlich auch wieder mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten oder mit Fördergebern. Das ist das Ziel des Ganzen. Und auch da braucht es eben wieder Netzwerk und Menschen, die da mitmachen. Ja,
Jetzt darf ich nochmal auf meine Präsentation zurückkommen. Ich sehe da aber keine Frage mehr. Ansonsten haben wir dann nur ein paar Minuten wahrscheinlich Zeit. Vielleicht halt jetzt dann auf die Frage von Thomas Winter nochmal zurückkommend. SS Kinderdorf ist immer schon ein innovatives Unternehmen gewesen, sonst wäre es nicht so eine große Organisation geworden. Und in den letzten Jahren sind wirklich auch durch Innovationsprozesse innerhalb von SS Kinderdorf tolle Ideen entstanden, eben wie die Katrin Gramner schon gesagt hat, auch durch Mitarbeiterinnen wie die SOS Herzkiste, wo die Ursprungsidee auch von Mitarbeiterinnen gekommen ist, mit der Idee eben auch in Schulklassen mehr zu bewegen. Und bei der Herzkiste geht es dann vor allem auch darum, Unterstufenschülerinnen so eine Kiste, also wirklich so eine Kiste zur Verfügung zu stellen, wo im Schuljahr die Möglichkeit besteht, gemeinsam mit der Lehrperson, die das dann betreut, einfach Themen, die Jugendliche in diesem Alter auch beschäftigen, um diese Themen, wo es ganz viel auch geht um wer bin ich, wo möchte ich hin, was macht mich aus, in der Klasse mit sozusagen auch der Lehrperson gemeinsam da die Möglichkeit zu haben, Workshops zu machen, sich selbst und da auch diese Themen aufzugreifen, die da sind. Und die SOS Herzkiste hat eine Kooperation mit der Future Wings Stiftung, die auch ein großer Finanzierer von der Idee ist und hat jetzt mittlerweile in Wien gestartet und da ist auch der Plan, es nach ganz Österreich zu bringen. Also das ist auch eine Idee, von der man demnächst noch mehr hören wird, ja, auch in Tirol. Wenn ich da vielleicht gleich anschließen darf, weil ich nutze jede Gelegenheit, um aktuell die Herzkiste zu bewerben. Wir sind ja gerade im großen Rollout. Und zwar Wien und Oberösterreich sind die ersten Regionen, wo wir es jetzt ausrollen. Gerade Oberösterreich würden wir uns noch mehr Anmeldungen wünschen. Wien ist sehr gut gebucht, Oberösterreich auch, aber also falls ihr oberösterreichische Schulen kennt, bitte gern dort bewerben. Wir kommen dann als nächstes auch nach Tirol. Sind wir auch schon gespannt. Aber das ist ganz ein tolles Projekt, was wirklich mit einer kleinen Idee gestartet hat. Und jetzt ist es so schön, das physisch zu sehen, wie das jetzt zur Welt gekommen ist sozusagen. Und es geht bei der Herzkiste ganz stark um die Themen, die ich auch in der Bildungschallenge angesprochen habe. Also auch diese sozialen Kompetenzen stärken und im Klassenraum eben Themen wie Achtsamkeit, Stärken, Selbstwahrnehmung einzubringen. Und wir starten eben jetzt mit der Ich-Kiste, wo es eben ums Thema Ich, also ums Gefühle und Achtsamkeit geht, die Stärken und Komplimente geben. Und dann gibt es noch weitere Kisten, die Wir und die Alle-Kiste, wo es dann sehr stark um den Klassenverband und um die Welt geht, Kinderrechte, Nachhaltigkeit. Also ganz, ganz ein tolles Projekt, das aus einer innovativen Idee heraus entstanden ist und mit auch einem großen Partner, mit der Future Wings Stiftung jetzt ja, Realität werden kann und hoffentlich ja, diese Themen mehr in die Klassenzimmer kommen lässt und zu den Schülerinnen und Schülern. Darf ich kurz da eine Frage? Ja, sicher, gerne. Eher vielleicht kann es eine Hilfe sein. Also ich bin ja von der Caritas Oberösterreich. Ja, sehr schön. Ja, Caritas bei uns ist ja permanent in Schulen. Vielleicht könnte das ein Thema für Sie sein. Also die Caritas, dass ich es dort einfach publik mache und sehr gern. Also wir wollten jetzt gerade ein, ja. Ja, das sehr gern. Ich kann dann gleich dann in den Chat auch den Link zur Herzkistenseite und zur Bestellungsseite setzen. Genau, weil wir eben gern, wir haben natürlich auch ein Trainernetzwerk jetzt auch aufgebaut, um die Workshops, also in der Herzkiste, um es kurz zu sagen, gibt es eben Methoden, die Lehrkräfte direkt einsetzen können, unmittelbar. Das heißt, sie müssen nichts groß vorbereiten. Das ist ja immer das große Thema. Die Lehrerinnen und Lehrer haben ja keine Zeit. Was Visuelles fürs Klassenzimmer, um es auch aufzuhängen, zu sehen und dann Gutschein für einen Workshop. Das sind sozusagen diese drei Teile der Herzkiste und wir haben eben ein großes Trainernetzwerk auch oder ein kleines Trainernetzwerk jetzt in Österreich und es wäre natürlich schön, wenn es auch genutzt wird. Sprechen damit erste und zweite Sekundarstufe an, also mit diesen ersten zwei Herzkisten. Das heißt, die werden gefragt,
Also gerne, danke, in Oberösterreich promoten. Ich werde den Link dann noch in den Chat setzen. Danke. Dankeschön für die Insights auch, Katrin. Ich gehe jetzt, wenn ich die Zeit schaue, noch auf ein zweites Projekt, Erfolgsprojekt von SOS Kinderdorf über. Das ist der Secondhand Online Store Babem. Gibt es auch einen physischen Store, also ein Geschäft im 7. Bezirk in Wien. Und unter babem.at kann man eben Secondhand-Kleidung einkaufen, gut erhaltene, schöne Stücke oder wie Babem sagt, Goldstücke können dort gekauft werden. Und das Besondere an Babem ist einfach, oder entstanden ist die Idee von Mitarbeitern von SOS Kinderdorf, weil SOS Kinderdorf, so wie ich weiß, recht viel Sachspenden, also Kleider auch Spenden bekommt. Und natürlich irgendwann auch mal begrenzt ist die Möglichkeiten, die im eigenen Bereich zu nutzen. Und aus dem heraus ist die Idee von Babem entstanden, das auch generell Menschen in Österreich zur Verfügung zu stellen und sozusagen die Kleiderspenden kommen von Privatpersonen, von Organisationen, die das zur Verfügung stellen, und über den Onlineshop von Babem wird das Ganze vertrieben. Funktioniert mittlerweile wie jeder gängige Onlineshop, Zustellung innerhalb von wenigen Tagen, und ganz ein guter Tipp vielleicht da an die Zuhörerinnen, wer daheim mal ausmisten möchte und noch ein paar schöne Stücke hat, kann man das ganz simpel und einfach an Babem schicken, an das Lager von Babem, und damit da eine Kleiderspende machen und das wieder jemand anderem zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen von Babem kommen Projekten von SOS Kinderdorf zur Verfügung, die weltweit sind. Und da geht Babem neue Wege und wird in Zukunft die Möglichkeit anbieten, dass man spezielle Projekte auch auswählen kann, für die man dann sozusagen seinen Einkauf spendet. Und das ist auch eine tolle Sache und eine neue Sache im deutschsprachigen Raum. Jetzt habe ich gesehen, dass da nochmal eine Frage ist. Nein, passt. Ja, und vielleicht nur zum Abschluss noch ein letztes Beispiel. Das ist der Ballon, das ist Sozialmarkt für Kinder in Wien, als erster Shop in Wien eröffnet, in Margareten, im Bezirk Margareten. Ein Sozialmarkt einfach auch für Familien, die einfach, Katrin, ich glaube, du weißt besser, aber ich glaube, es sind so ungefähr 1.400 Euro Nettoeinkommen haben, und wo natürlich ein Sozialmarkt der ganze große und tolle Sache ist, wo die Kinder reinkommen können und Jugendlichen, und da sich auch einfach nur gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern günstig Dinge erstehen können, die man sich sonst vielleicht nicht so einfach leisten kann. Und hat einen großen Zuspruch. Da sieht man, glaube ich, auch, dass es auch in Österreich aber viele Familien gibt und Kinder damit auch unter Druck stehen, wo es nicht so einfach ist, einfach in den x-beliebigen Einkaufsmarkt zu gehen und shoppen zu gehen, sondern wo man sich einfach überlegen muss, für was man sein Geld ausgibt, jeden Tag aufs Neue. Und auch da gibt es die Idee, Ballon wienweit und auch darüber hinaus auszurollen. Und natürlich ist das auch wiederum eine Idee, so wie wir heute schon einige gehört haben, wo man sagen kann, wenn das in Wien funktioniert und da nachgefragt wird, dann ist das auch ein tolles Potenzial, um sowas in den Westen von Österreich zu bringen oder in den Süden von Österreich oder wo auch immer. Also auch da wieder, gerade der Hinweis unter Ballon, und das Projekt Ballon, was sich da, wer da Interesse hat, einfach bei uns melden, da können wir gerne Kontakte herstellen. Ja, das wäre jetzt sozusagen von meiner Seite das letzte Projekt gewesen, und ich glaube, ich beende nochmal die Präsentation, damit wir uns nochmal größer sehen, und darf noch einmal gerne einladen, eine Frage zu stellen, auch wenn noch unklar war, oder wie gesagt, gerne schickt mir auch die Präsentationen zu. Also ich hätte eine Frage noch zum Thema SOS Kinderdorf, Innovationen, so zu diesen letzten Projekten. Ja. Es ist ja vorher gesagt worden, quasi, dass die Kinder es einreichen, es gibt da so eine Art Jury dann und einen gewissen Geldbetrag, den man zur Verfügung hat, oder dass man eine Art einen Prototyp entwickeln kann dann. Ist es so, dass die
Also ich erlebe das bei uns oft, dass die Leute in der, im operativen Tun wenig Zeit haben, quasi sowas zu machen. Bekommen die dann auch Zeit dafür, das zu machen? Wenn, das stellen wir jetzt der Pflegekraft vor, die hat diese Idee. Wie ist da euer Zugang dazu? Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, glaube ich, Hannes, in der Praxis. Du kennst es auch noch aus deiner Zeit bei uns. Es ist einerseits so gedacht, dass die Innovationsförderungen dann auch für die Konzeptionierungsphase ein Budget zur Verfügung stellen und damit auch Zeit sozusagen, wenn man da ja auch definieren kann, okay, das bräuchte, um das Konzept zu entwickeln, an Mitarbeiterstunden oder auch an Sachbudget, und sich auch in der Konzeptionierungsphase auch dann eben ein Finanzierungsmodell auch zu überlegen. Es kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also wir haben dann Projekte, die dann sozusagen integriert werden, Projekte wie BABEM, die jetzt auch sozusagen ein Tochterunternehmen sind. Also das hängt dann immer davon ab, wie es dann weitergeht. Aber das ist ein großes Thema, das uns tatsächlich immer wieder auch Kopfzerbrechen bereitet, weil eben gerade die Pädagoginnen und Pädagogen in der Praxis mit ihren Stunden ja tatsächlich am Plafond sind. Und da geht es eher darum, kann man da was erhöhen oder kann man da Platz schaffen. Da geht es natürlich auch ganz viel darum, auch innerhalb der Organisation, und wir haben 1700 Mitarbeiter, diese Innovationsnotwendigkeit auch bei Führungskräften immer wieder zu verankern, sage ich mal, diesen Innovationsgeist wirklich breit bewusst zu machen. Also das ist sicher etwas, was der Innovationsprozess ja auch als Aufgabe hat bei uns. Also Hannes, bitte, wenn du... Ja, also ich habe schon alles gesagt, das Innovators-Dilemma, das trifft alle Organisationen, und ja, so Kooperation wie mit dem Impact Hub ist halt ein Ausweg oder eine Möglichkeit, neue Wege zu gehen und da Synergien zwischen Mitarbeiterinnen und internen Ideen und Menschen von draußen zu schaffen, ja, und das sozusagen auch für SOS Kinderdorf ein neuer Schritt, ja, aber sicher ein Vorbild für viele andere. Mit Blick auf die Zeit, jetzt hätten wir einen Punktlandung, eine Frage kann ich sonst noch natürlich auf jeden Fall nur beantworten, wenn es noch eine gibt. Ansonsten, Katrin, sagen wir danke, oder, fürs Teilnehmen. Wie gesagt, wir stehen gerne zur Verfügung, auch im Nachgang, auch per E-Mail oder über LinkedIn. Und wir werden die Präsentationen auch gerne zusenden. Mhm. Und ja, und wir bedanken uns. Wir bedanken Danke. Uns und wir sind gerade sehr bemüht dran, das Ganze fortzusetzen, das ganze Thema Social Innovation aber auch breiter zu denken, mehr Organisationen die Möglichkeit zu geben, da mitzumachen. Und ja, schauen wir mal, was da kommt, also die Ohren spitzen und dann gerne auch bei uns melden, wenn die Lust kommt, da irgendwie sich einzuklinken in das Ganze. Ja, dann wünschen wir noch einen schönen Abend. Ich sage mal danke. Und danke auch von meiner Seite. Ich gerne das Schlusswort haben. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Ja, und wie gesagt, also stehe auch gern zur Verfügung. Ich muss allerdings sagen, dass ich in Kürze in Karenz dann bin. Deswegen habe ich auch bewusst meinen LinkedIn-Kontakt nur dazu gegeben. Also wer mit mir persönlich Kontakt treten will, ist da vielleicht einfach. Und ansonsten gibt es natürlich auch in meinem Team weiterhin Ansprechpersonen, auch fürs Thema Gesellschaftspolitik und Innovation. Also freuen wir uns natürlich. Ihr kriegt dann zumindest eine Abwesenheitsnotiz und eine Info, wo man sich dann weiterhin wenden kann. Ansonsten gerne mit persönlich. Und ja, alle Infos, die wir jetzt so gegeben haben, gibt es dann eben per E-Mail sehr gerne noch im Nachgang. Danke von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke, tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ciao.